Hi, liebe Leute. Einem neuen Part Legend of Zelda Link's weg. Also, wir haben Spiel gerettet, wir haben den Pin getreten und jetzt machen wir mal weiter. Durch unser Kraftanband kommen wir jetzt hier in Gegenden, wo wir vorher nicht hingekommen sind. Wie zum Beispiel hierher. Auch beim Klang der Musikinstrumente der Sirenen wird er aufwachen. Du kannst die Insel verlassen, wo sie vor dem Eil spielt. Mein Freund, also mein Freund nur so. Nett, Mr. Eul. Steht hier? Tamaranchberg. Tamaranchberg? Tamaranchberg? Besser? Keine Ahnung. Und das ist das merkenswert uneige Ei, weil es ein bisschen sehr eckig ist. Aber wie schon gesagt, das Game ist schon alt, also darf es das. Damit haben wir schon einmal den höchsten Punkt der Insel erreicht. Einen der höchsten Punkte. Zu den anderen kommen wir, glaube ich, jetzt viel später. Hier kommen wir jetzt gleich. Wir schon weiter. Müssen wir eh noch nicht lang. So, die Stelle ist später wichtig. Da oben mit dem Büschel. Aber jetzt spielen wir erstmal vernünftig weiter. Ich will den das spart nämlich später unglaublich viel Zeit, wenn wir den schon haben. Ja, ja, lass mich in Ruhe, bla bla. Ja. Was ist das Ding denn? Ist das ein Wasserfall? Das ist übrigens kein Grafikfehler, der Sound ist einfach nur so an dem Wasserfall. Das soll halt das fließende Wasser sein. Klingt kaputt, ich weiß. So, das ist nämlich ein Teleporter. Der Sound für den Wasserfall ist schon ein bisschen nervig. Ja, Teile der Macht sind so praktisch. Da wir ja das Survival irgendwann fertig kriegen wollen, gebe ich den Struppi gleich ab. Weil wir sonst gleich nicht weiterkommen. Weil es gibt eine Stelle, da ist ein Wesen, das Angst vor Struppi hat und ohne dieses Wesen kommt er nicht weiter. Also Struppi wird da wieder abgegeben. Wir bekommen unseren episch-unepischen Lohn von der Madame Miau Miau. Hallo, ich heiße Geierwalli. Ich verkaufe dir dein Geheimnis, das dich sicher anmachen wird. Ja, jetzt haben wir das Geld für Geheimnis. Ja! Okay, Süßer, du hast eine gute Frage getroffen. Hier, ich gebe dir eine geheimliche Medizin. Wenn dein Herz leer sind, wirst du mit der Medizin automatisch wieder gesund. Yeah! Tja.
gibt halt noch nette, kommerzgeile Leute auf der Welt. Ah, hier kommen wir noch nicht hin. So. Rufe wohl dieser mysteriöse Schrein ist. Aber wenn ich was zu tun, kippen wir erstmal ein bisschen Puder rein. Der stört mich da wieder beim Schlafen. Du? Na toll, vielen Dank auch. Finde ich echt nett. Na warte. Willst du zur Strafe mehr Zauberpulver tragen können? Nö. Willst du zur Strafe mehr Bomben tragen können? Ja? Hehe, jetzt musst du noch mehr Zeug mit dir rumschlemmen. Das geschieht dir recht. Bis dann, tschö. Ja, also... Ich bin ganz erschüttert über so viel Boshaftigkeit. Müssen wir tatsächlich mehr Bomben tragen, wenn ich gleich welche besorgt habe. Das ist schon schlimm, ja. Also, ganz viele Bomben. Das kann man einfach jemand nicht antun. Na egal. Freuen wir uns einfach über dieses tolle Geschenk. Ich mache immer zuerst die Bomben, weil die am... Wenn ich weitergeklickt hätte, würde er jetzt sagen, ja, willst du mehr Pfeile tragen? Da wir aber nicht cheaten, dauert es doch ein bisschen, bis wir den Bogen haben. Da können wir dann schon zum nächsten hin. Weil es den gibt es genau dreimal. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, dass man mit den dreimal hier jeweils seine Gegenstände hochpumpen kann. Da hättest du noch Bomben. Super. Aber wir brauchen als erstes die Schaufel. Luxusschaufel, 200 Rubine, joa. Vielen Dank und bis bald. Oh, oh. Da ist unser Bogen. Ja, er sieht fast so episch aus wie der Minecraft-Bogen, ich weiß. Was ich dummer Kerl. Ach, wir haben schon 60. Na dann. Auf geht's! So. Entschuldigung. Das war jetzt eigentlich nicht geplant. Jetzt habe ich so arg genießt, dass der Teller runtergeflogen ist. Kann auch nicht jeder von sich behaupten. Ich hoffe, es ist jetzt nicht allzu arg gerauscht. Vielleicht mache ich das dann später an der Stelle ein bisschen leiser. Wenn ich das noch hinkriege nachträglich. Gehen wir her zurück, weil schließlich hatten wir hier noch was vor. So. Ruhe. Ach, falsch, apropos. Lalalala. Du, du, du. Du, 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 du. So. Yay! Und so bekamen wir unsere zweite wunderbare Zaubermuschel! Es ist so glorreich. So, schon müssen wir diesen
Palast nie wieder rein. Bin ich echt da rum? Ich mag das Setting dieses Games einfach total. So, hier ist die Madame. Danke, danke! Es war ja so süß von dir, dich um den kleinen Struppi zu kümmern. Nein, es war ein Arsch voll Arbeit, weil das Vieh alles gefressen hat, was ihm im Weg gekommen ist. Du bist ein ganz lieber Kerl. Wie kann ich dir jemals danken? Geld, Rubine? Oh, ich weiß. Mats. Du hast einen Kuss von Madame Miau Miau erhalten. Zufrieden? Nein, aber er hat mich geheilt. Ich bin zwar unzufrieden. Na, egal. So, was bauen wir jetzt? Hier kann jemand kurz machen. Ja, es kostet dich nur 10 Rubine. Was? Ja. Der Hauptgrund, dass ich das mache, ist eigentlich, weil einer von den Dingen unten ab und zu ein Herzteil hat. Deswegen probiere ich das immer. Weil mehr Herzen sind mehr Liebe und mehr Liebe ist mehr Leben. Ja, komm her. Ja, du, ja, Digga. Ja, hat er doch. Ja, siehst du. So. Einsatz ist wieder drin. Kurz mal schauen. Ah, gut. Sehr nice. Ich sehe gerade an meinem Aufnahmeprogramm, dass ich die Aufnahmezeit hier sogar eingeblendet sehe. Das ist ein Gimmick, das Fraps leider nicht hat. Egal, jetzt ist es genug bespielen. Urunga-Steppe. Tja, davon haben wir auch schon mal gehört. Diese Slimies. Ja. Schade, Lasch. Oh yeah. So, hier oben geht's, glaube ich, über den Friedhof zu Geierwalli, wenn ich das nicht im Kopf habe. Okay. Dann beende ich den Part mal, weil mein Handy gerade klingelt. Bis dann. Ciao, ciao.